Mein Name ist Detlef Hantel und ich bin seit dem 24.11., seit der konstituierenden Sitzung, der neue Vorsitzende des Seniorenrates der Stadt Elmshorn. Der setzt sich aufgrund einer etwas dürftigen Teilnehmermeldung zum Seniorenrat im Moment aus 17 Personen zusammen. Normalerweise wären wir 19 von den älteren Herrschaften der Stadt Elmshorn gewählte Mitglieder, sind diesmal aber nur 17 Bewerbungen und von daher sind alle 17 auch gewählt. Wir haben beschlossen, uns einmal im Monat zu einer Sitzung zu treffen, die wahrscheinlich, so wird es jetzt die nächste Vorstandssitzung wohl hoffentlich ergeben, dann in Zukunft alle öffentlich sein werden. Und genauso finden auch einmal im Monat unsere Vorstandssitzungen statt. Der Seniorenrat der Stadt Elmshorn arbeitet ehrenamtlich und vertritt etwa 14.500 Bürgerinnen und Bürger ab einem Lebensalter von Ü60. Die Vertretung des Seniorenrates bezieht sich hauptsächlich darin, dass wir bei Behörden und Vereinigungen, aber auch darüber hinaus bei Organisationen wie dem DRK, der AWO und weiteren vorstellig werden und dort die Interessen der Bürgerinnen und Bürger mitvertreten. Wir sind außerdem in den Ausschüssen der Stadt Elmshorn gerne gesehen und entsenden dorthin auch Delegierte, die dort das Recht haben zu reden und dann auch gehört zu werden. Wir haben allerdings kein Abstimmungsrecht. Wir haben uns in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass also Busverbindungen in der Stadt Elmshorn auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt werden. Es wurden im letzten Jahr zusätzliche Bänke im Raum der Innenstadt aufgestellt, die von dem Seniorenrat initiiert wurden. Wir kümmern uns ganz allgemein auch um den Straßenverkehr, um zu sehen, dass ältere Menschen zum Beispiel mit Rollator oder auch mit ihrem Rollstuhl vernünftig die Bürgersteige rauf und runter kommen. Das heißt also, dass diese abgesenkt werden an den entsprechenden Stellen. Ein ganz wichtiger Punkt, der uns ja schon sehr intensiv beschäftigt und wo auch schon ein Auftrag an die Stadt Elmshorn erteilt wurde, ist, dass wir versuchen, das leider geschlossene Innenstadtcafé wieder neu zu beleben. Dort suchen wir eine Möglichkeit, um gerade den älteren Mitbewohnern die Chance zu geben, günstig am Vormittag mal eine Tasse Kaffee zu trinken und vielleicht ein Stückchen Kuchen dazu. Das ist also uns wirklich ein Herzensanliegen, was aber im Moment noch nicht umgesetzt werden konnte. Außerdem sehen wir zu, indem wir auch Referenten einladen, dass über die Sicherheit mit der älteren Bevölkerung gesprochen wird, was man dort machen kann, um die Wohnung oder das Haus besser abzusichern. Ich denke da nur an diesen Enkeltrick. Mein Name ist Geli Meyer. Ich bin hier im Bürodienst. Von Montag bis Donnerstag ist unser Büro geöffnet, von 10 bis 11.30 Uhr. Außerdem habe ich noch die Funktion der Pressesprecherin. Dann bin ich auch für die Organisation des Büros zurzeit noch tätig. Das heißt also Büromaterial und so weiter besorge ich dann. Die Elmshorner Senioren und Seniorinnen kommen gerne hier in dieses Büro, um auch mal einen kleinen Klönschnack zu halten. Außerdem haben wir viele Senioren, die Hilfe brauchen bei der Rentenbeantragung und auch bei der Schwerbehindertenbeantragung. Da können wir aber dann halt eben nur Hilfestellung geben und entsprechend weitergeben an Rentenberater oder auch Schwerbehindertenbetreuer. Das ist hier so unsere Aufgabe. Unser Büro hier in der Königstraße 36a ist selbstverständlich auch telefonisch erreichbar unter der Telefonnummer Elmshorn 04121 231 277 und selbstverständlich auch per E-Mail sind wir erreichbar unter seniorenrat@elmshorn.de.